Hallo, hier ist Elena und heute gibt es ein neues Video für euch. Bevor ich damit starte, möchte ich ganz kurz sagen, ich hatte jetzt ja so eine lange, sag ich mal, Booktube-Pause, also in diesem Jahr, jetzt bis Juli ging ja meine Pause und habe jetzt mein erstes Video durch das Booktube-Sommercamp sozusagen wieder online gestellt. Und mich haben daraufhin so viele liebe und nette Kommentare von euch erreicht. Dafür wollte ich einmal Danke sagen. Das fand ich wirklich sehr berührend, dass so viele positive Resonanzen darauf kamen. Das fand ich ganz, ganz toll. Also ganz lieben Dank. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Und obwohl ich sozusagen jetzt wieso wieder da bin, möchte ich auch das halt nutzen und sagen, dass es halt hier auf meinem BookTube-Kanal nicht genauso weitergeht wie vor meiner Pause. Da habe ich ja einmal die Woche ein Video online gestellt. Das werde ich jetzt in Zukunft erstmal nicht mehr so handhaben. Da hatten mir auch schon ganz viele die Rückmeldung gegeben, dass sie dafür volles Verständnis haben, was mich auch wiederum sehr, sehr glücklich macht, dass das so irgendwie okay ist für euch. Es wird ein bisschen so unregelmäßiger sein und auch nicht mehr in der gleichen Menge und wahrscheinlich wird auch die Art der Videos allgemein anders sein. Es wird sehr wahrscheinlich nicht mehr so gängige Formate geben, weil ich das Ganze etwas sozusagen lockerer aufbauen werde und eher die Videos halt, sag ich mal, spontaner gestalten werde beziehungsweise halt so irgendwie in neue Richtungen mich bewegen möchte. Dazu kann ich noch nicht so ganz konkret was sagen, weil einige Sachen noch in der Planung sind. Ja, genau, aber vielleicht ist das irgendwie trotzdem hilfreich als Info, hoffe ich zumindest. Das heißt, heute wird es von mir so ein Video geben im Sinne von so einer Art von Lesetipps-Video. Ich habe jetzt im Verlauf des Jahres natürlich weiterhin gelesen. Ich wollte jetzt aber keine Lesemonate für das gesamte letzte halbe Jahr abdrehen, sondern habe mir gedacht, ich fasse einfach ein Video zusammen, nämlich mit den Büchern, die mir jetzt in diesem Jahr, die ich gelesen habe, ganz besonders gut gefallen haben. Die würde ich euch gern zeigen heute. Das heißt, das ist schon ein bisschen wie so ein Rückblick aus dem ersten Halbjahr jetzt, was ich gelesen habe an vielleicht nicht nur Highlights, aber einfach Bücher, die ich halt ganz, ganz toll fand beim Lesen. Es gab noch darüber hinaus Bücher, die mir sehr gut gefallen haben. Aber ich habe jetzt eine Auswahl getroffen, weil sonst irgendwie hätte das auch einen Rahmen gesprengt. Ich wollte jetzt keine 20 Bücher zeigen oder so. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie viele es sind. Aber ich habe jetzt welche rausgesucht, die mir irgendwie besonders gut gefallen haben und an die ich mich immer noch zum Beispiel sehr gerne jetzt zurückerinnere. So, jetzt habe ich erstmal genug vorweg geredet. Jetzt fange ich einfach an mit den Büchern. Und zwar, als allererstes möchte ich euch zeigen, Das Wunder von Bahnsteig 5 von Claire Pooley. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil ich diese Stimmung einfach sehr, sehr schön in dem Buch fand. Und dazu kommt das Setting. Es geht hier nämlich um Zugreisende und zwar nicht nur irgendwelche, sondern die reisen jeden Tag, also Pendler, die jeden Tag im gleichen Zug sitzen. Das Ganze spielt in England. Und ich weiß nicht, ob es, sag ich mal, wirklich so strikt ist, aber hier wird es ein bisschen so als Regel hingestellt, im Zug sprechen die Pendler untereinander nicht miteinander. Ich denke, dass es da Ausnahmen gibt oder zumindest stelle ich mir das so vor. Also ich würde das ein bisschen so sehen wie in Deutschland. Da gibt es manchmal Grüppchen von Pendlern, die sich ja sehr wohl kennen und auch miteinander unterhalten. Oder es gibt auch die andere Variante. Naja, hier treffen wir auf jeden Fall auch 5 oder 6, glaube ich, Pendler, die regelmäßig halt den gleichen Zug nutzen und sich von daher kennen und eigentlich nie miteinander sprechen, bis halt ein Ereignis das Ganze ändert. Nämlich einer der Mitreisenden verschluckt sich an einer Weintraube, glaube ich, war das, wenn ich mich richtig erinnere, und eine andere Mitreisende, Ilona nämlich, ergreift die Initiative und ruft, ob nicht ein Arzt oder irgendjemand da ist, der helfen kann. Und dann kommt halt einer der anderen Pendler dazu, ein Krankenpfleger. Und so gibt es diesen ersten Kontakt. Und sozusagen, es entwickelt sich daraus eine Gemeinschaft, wo klar ist, die können alle voneinander wie so lernen oder auch profitieren, weil jeder auf eine gewisse Art irgendwie gerade Hilfe braucht in der Situation, in der sie sich befinden.
Und das, also das fand ich halt ganz, ganz toll so zusammengesetzt. Also allein die Charaktere, denen man hier begegnet, finde ich, sind sehr gut ausgewählt. Es wird auch aus wechselnden Perspektiven erzählt, was ich ganz toll fand. Dann kriegt man so ein bisschen Einblick in jeder der Figuren und das Ganze verwebt sich am Schluss sozusagen schon natürlich zu einem ganzen runden, stimmigen Ergebnis. Es wird ein bisschen rosarot am Ende, finde ich, ein bisschen sehr so Happy End-lastig. Also so ein bisschen so leichter Kitsch-Happy End, aber das fand ich jetzt okay. Das ist ja auch schön, wenn es am Ende alles gut ausgeht für alle Beteiligten. Dieses Buch, wie gesagt, spielt ja größtenteils dann im Zug, weil sich die Menschen im Zug begegnen und dort die Dialoge und diese Situation stattfinden. Und ich habe dieses Buch tatsächlich auch im Zug gelesen, was irgendwie dann auch noch total stimmig war vom Ganzen. Also ich konnte direkt super gut eintauchen in die Geschichte. Ich hatte jetzt bedingt dadurch, dass ich sehr vertieft war in diese Geschichte, wenig Begegnung dann mit meinen Mitreisenden. Aber ich denke, das war dann auch okay. Ja, ich fand das sehr, sehr schön zu lesen. Es hat einfach total großen Spaß gemacht und es ist eine zwar leichte Geschichte, aber doch mit Tiefgang, finde ich, die schon so ein bisschen für jeden was, glaube ich, hat zum Mitnehmen. So von wegen Hilfe annehmen oder ne, auf andere Menschen zugehen, sich öffnen. Also das fand ich schon ganz toll, diese sozusagen subtile Botschaft, die dann dahinter versteckt ist. Und es hat halt einfach großen Spaß gemacht, das muss man auch dazu sagen. Ja, fand ich sehr gelungen. Des Weiteren hatte ich danach irgendwie wie so ein Gefühl, es passt direkt ein anderes Buch danach, so thematisch, obwohl das gar nicht unbedingt so wirklich der Fall war. Aber ich habe danach ein Buch gelesen, was ich auch schon sehr lange hier habe, die Canterbury-Schwestern von Kim Wright. Ich habe das Buch mal durch Zufall entdeckt gehabt in so einem, wie so ein Resteverkauf, also online halt, und habe das irgendwie ganz günstig für 5 € oder sowas gekauft. Und mich hat das deswegen angesprochen, natürlich thematisch, dazu komme ich sofort, aber auch, weil ich die Stadt Canterbury kenne. Es spielt ja auch in England, vielleicht war das ja auch so meine Assoziation, noch ein England-Buch. Und früher als Schülerin gab es mal einen Austausch bei mir in der Schule, wo ich dann mit der Klasse nach England gereist bin, unter anderem halt nach Canterbury. Und das hat bei mir halt irgendwie so direkt so eine Verbindung geweckt. Und es gibt halt auch die Canterbury Tales, die sind ganz berühmt von Chaucer, der hat das früher geschrieben, wo so Pilger Reisen beschrieben sind von ganz vielen Pilgern, die nämlich zur Kathedrale nach Canterbury gepilgert sind und sich auf dem Weg dorthin Geschichten erzählt haben. Und die, also das Buch gibt es. Ich habe mir das schon mal gekauft gehabt, aber es kam sehr kaputt an, so dass ich es zurückgeschickt habe, weil ich habe früher schon mal Auszüge von den Canterbury Tales gelesen gehabt, natürlich auch dann im Zuge dessen durch diesen Austausch bedingt. Aber ich fände das unglaublich interessant, die nochmal zu lesen. Das steht eigentlich immer noch so auf meiner Liste, dass ich mir die nochmal kaufe, dass ich die halt lesen kann. Und hier spielt es auch eine gewisse Rolle. Das wird wie so transportiert, sage ich mal, in die heutige Zeit. Wir treffen hier auf die Protagonistin Che, ein ungewöhnlicher Name für eine Frau, die, finde ich, eine ungewöhnliche Protagonistin war. Ich bin auch am Anfang nicht ganz so schnell warm geworden mit ihr. Sie reist nach England, sie ist eigentlich in Amerika, sie reist nach England, um so eine Wanderung nach Canterbury mitzumachen, weil es gibt dort so ein, wie so ein Reiseangebot für Frauen, dass sie diese Pilgerreise nach Canterbury zur Kathedrale machen können mit anderen Frauen zusammen und aus einem Impuls heraus schließt sie sich dieser Reise an. Ihre Mutter ist kurz zuvor verstorben und auch diese Mutter-Tochter-Beziehung spielt eine große Rolle, weil das doch auch eine ungewöhnliche Mutter war. Che ist auf jeden Fall eher so ein bisschen eigensinnig und kommt mir manchmal etwas verloren vor, so in der Welt, obwohl sie durchaus sehr selbstbewusst ist.
Und gemeinsam eben mit diesen anderen Frauen, die ganz auch ganz unterschiedlich sind. Man hat wirklich auch da wieder eine tolle Mischung an Charakteren, finde ich. Begeben die sich zusammen auf diese, ich glaube, 5 Tage sind es, Reise und wandern jeden Tag und erzählen aber jeder auch eine Geschichte. Ich glaube, über die Liebe sollen sie erzählen. Und das allein ist auch schon so ein toller Aspekt in diesem Buch, die Liebesgeschichte hier von jeder Frau. Und natürlich treten da Dinge zutage, sozusagen, die vielleicht am Anfang gar nicht so offensichtlich waren. Da hat jeder auch irgendwie so sein eigenes Päckchen zu tragen. Ich fand das Buch auf eine Art wirklich sehr inspirierend. Also ich fand das toll von den Beschreibungen, die Wanderung. Es ist zwar hier Herbst in diesem Buch, trotzdem, ich habe das Buch im Frühling gelesen und das hat auch wunderbar gepasst, obwohl ich ja sonst schon sehr gern so jahreszeitlich lese, hat es trotzdem für mich super gut gepasst. Ich finde, Herbst und Frühling haben ja mitunter schon Ähnlichkeiten, gerade wenn der Frühling nicht so mild und Richtung Sommer geht, sondern eher noch so, so den Rest irgendwie vom Winter hat, dann hat das durchaus Ähnlichkeiten von den Jahreszeiten, aber diese Aufbruchstimmung in dem Buch fand ich halt so toll. Und ehrlich gesagt hatte ich direkt das Gefühl, ich würde sofort auch so eine Wanderung machen. Ich fand das unglaublich zu sehen, was sozusagen sich halt dadurch verändern kann. Also vielleicht kennt ihr das, weil ich habe das selber auch schon mal so eine Erfahrung gemacht. Ich glaube, das kann ja jedem so gehen. Die Begegnung sozusagen draußen in der Natur mit sich selbst ist ja dann nochmal ganz anders in der Wirkung, als wenn man, sage ich mal, seinen normalen Alltag hat. Das fand ich ganz, ganz toll. Und hier passieren dann auch am Ende einfach unvorhergesehene Dinge, die das Ganze ein bisschen auf den Kopf stellen. Also das ist jetzt kein so ein Plot, auch wo man weiß, okay, die laufen jetzt alle dahin und am Ende ist irgendwie alles wie vorgesehen. So ist es halt nicht. Und das fand ich auch ganz toll. Ich fand eben die Atmosphäre hier in dem Buch hat mir sehr, sehr gefallen. Und ich fand es auch besonders deswegen so toll, weil die Protagonistin so anders ist, finde ich, als ich. Also ich habe gemerkt, so als Leserin, ich kann mich an sich mit ihr gar nicht so identifizieren. Das hat mich aber nicht abgeschreckt, sondern ich fand es eher faszinierend zu lesen halt, dass man so richtig einen anderen Menschen dadurch halt kennenlernt und irgendwie ganz andere Eigenschaften entdeckt. Ja, hat mir großartig gefallen, also fand ich sehr inspirierend. Und dann habe ich ein Buch gelesen, ein bisschen so einen kleinen Klopper, der aber auch schon lange bei mir stand und den ich schon sehr, sehr gerne immer lesen wollte. In 72 Tagen um die Welt von Matthew Goodman. Das Buch hat mich echt begeistert, obwohl es so dick ist. Also ich habe natürlich das auch wirklich über längere Zeit gelesen, aber es war einfach toll. Ich habe es geliebt und es ist kein Roman. Das habe ich am Anfang ehrlich gesagt auch noch nicht so gecheckt. Es ist definiert als erzählendes Sachbuch, weil es ist original recherchiert, kann man sagen. Hier geht es um zwei Frauen, die inspiriert quasi durch den Roman von Jules Verne in 80 Tagen um die Welt, unabhängig voneinander auch eine Reise um die Welt angetreten haben. Also quasi es war nicht so ganz unbedingt nur ihre eigene Entscheidung, sagen wir mal so. Beide sind Journalistinnen und es spielt im 19. Jahrhundert und es war zur damaligen Zeit nicht so selbstverständlich, dass Frauen im Journalismus tätig waren. Also in diesem Buch bekommt man unglaublich viele tiefe Einblicke in die damalige Zeit. Man bekommt wirklich sehr genaue Infos quasi über das Leben der beiden Frauen. Überhaupt halt die damalige Zeit ist einfach extrem gut abgelichtet, wie ich finde. Also es sind Originaldialoge hier drin, Originalbriefe, Zitate. Das ist alles recherchiert, original sozusagen aus den ganzen Dokumenten, die überlebt haben seit dahin. Und man erfährt natürlich wahnsinnig viel über diese beiden Frauen, die Reise antreten. Die sind sehr unterschiedlich und reisen auch nicht die gleiche Route. Und man folgt diesen beiden Frauen um die Welt. Man ist sozusagen bei ihren Erlebnissen und Reisen dabei und man hat unglaublich viel Hintergrundwissen, eben in Bezug natürlich auf Journalismus, in Bezug auf Reise. Also ich war immer wieder sehr erstaunt beim Lesen, was die Menschen früher an so Strapazen und Risiken auf sich genommen haben, um so große
Reisen bewältigen zu können. Also mit Schiffen unendliche Tage oder Wochen unterwegs zu sein und mit den Koffern, mit dem Essen, mit, sage ich mal, den ganzen Wetterphänomenen und so weiter, die jedes Land irgendwie dann so mit sich bringt. Also ich fand es einfach nur faszinierend und genau wie die ganzen Details, die man erfährt über Dampfschiffe, über die Besatzung damals, was das für ein Leben war und wie viel Tonnen an Kohle damals verheizt worden ist, was die Schiffe für Unmengen an Kohle sozusagen gefressen haben. Weil es auch damals manchmal wie so ein Wettbewerb gab, welches Schiff ist das schnellste auf einer Route und solche, sag ich mal, abstrusen Dinge halt. Ne? Die Zeit hat sich damals dann auch rasend schnell verändert und ich war einfach völlig gefesselt von diesem Buch. Man muss sich vielleicht am Anfang halt schon ein bisschen so einlesen, weil das halt irgendwie weit ausholt, weil man erst so ein bisschen die Geschichte der beiden Frauen erzählt bekommt, bevor es wirklich zu dieser Reise losgeht. Und es ist halt dann auch das im Ausgang quasi, wird auch noch ein bisschen was angefügt, was ich total genossen habe. Und es ist einfach großartig recherchiert, ganz, ganz toll erzählt und ich war einfach nur völlig gefesselt von diesem Buch. Das habe ich, so etwas, glaube ich, habe ich noch nie gelesen und das hat mir außerordentlich gut gefallen. Ist natürlich besonders für all jetzt diejenigen zu empfehlen, die halt auch Spaß haben an historischen Fakten und sage ich mal so, das Aufleben der früheren Zeit, weil darum geht es halt viel auch in diesem Buch. Ne? Man bekommt wirklich viel Wissen um die Geschichte herum verpackt. Eben, es ist kein Roman, aber es war einfach großartig. Natürlich darf auch eine Krimi-Empfehlung nicht fehlen hier bei meiner Aufzählung aus dem ersten Halbjahr. Ich habe natürlich etliche Krimis mehr gelesen. Ihr habt es ja gesehen, jetzt im Sommercamp hatte ich auch so einen ganzen Krimi-Rausch, aber hier war ich wirklich jetzt noch viel in England unterwegs und zwar habe ich die 3 Tage Mordgesellschaft von Colleen Cambridge gelesen. Und hier ist Agatha Christies Haushälterin diejenige, die ermittelt. Wir treffen hier nämlich auch Phyllida. Und eben, sie ist zwar die Haushälterin bei Agatha Christie und ist auch diejenige, die dann hier die Leiche entdeckt, aber man merkt schon, mit Phyllida ist irgendwie ein bisschen mehr los. Zumindest wird es so durch die Blume und alles angedeutet, dass man merkt, das ist nicht nur einfach eine Haushälterin. Das Geheimnis wird hier noch nicht gelüftet. Soweit ich gesehen habe, ist das auch eine Trilogie. Also hoffe ich, dass Band 2 und 3 dann auch ins Deutsche übersetzt werden, weil ich jetzt diesen Band halt auf Deutsch gelesen habe. Und ach, es geht toll los, finde ich. Man ist sofort drin in diesem Setting in England mit sozusagen halt der Ladyschaft und Lordschaft, also sprich Agatha Christie und ihre Gesellschaft und halt sozusagen das Pendant dazu, quasi die Hausangestellten, die im Verborgenen dann agieren. Und eben, wir haben halt hier diese Leiche, die dann aufgefunden wird. Und da Phyllida das Gefühl hat, die Polizei ist nicht so richtig imstande dazu, das schnell aufzuklären, macht sie sich selbst auf die Suche danach. Und es passieren hier noch einige merkwürdige Dinge, finde ich. Mir hat hier besonders gut gefallen, dass Phyllida hat so eine tolle Art, die hat so was Toughes und ist eher so ein bisschen unkonventionell für die Zeit. Und ganz nett war hier auch, es gibt dort einen neuen Chauffeur, der halt dann Phyllida mitunter auch mal da ins Dorf fährt und so weiter. Und der macht so einen ganz ungehobelten, nicht so einen, wie sagt man eben, der ist recht ungehobelt und hat nicht so den Anstand, den man sich vielleicht sonst erwarten könnte. Und da gibt es irgendwie so ganz witzige Dialoge und so ein bisschen so ein Techtelmechtel mit Phyllida. Das ist wirklich sehr, sehr nett, so dass ich denke, da bahnt sich ein bisschen was an. Also es ist sehr dezent und einfach sehr liebenswürdig geschrieben. Das hat mir sehr gut gefallen. Überhaupt trifft man einfach auch viele Charaktere hier, die aber alle gut gezeichnet sind. Und ach, das war richtig so ein schöner Krimi. Es hat einfach richtig Spaß gemacht. Und eben, ich fände es toll, da die weiteren Bände zu lesen. Dann möchte ich euch zeigen Washington Black von Ezi Edoyan. Das war für mich auch so total überraschend, wie toll dieses Buch ist. Also brutal auch, auf jeden Fall sehr brutal.
Aber im Endeffekt hat es mich extrem begeistert. Ich habe es dann sehr, sehr gerne gelesen. Also man muss am Anfang diesen ersten Teil, muss man irgendwie ertragen. Also so ging es mir beim Lesen. Es geht wirklich brutal los. Wir befinden uns halt 1830 auf einer Zuckerrohrplantage und sozusagen treffen dort den jungen Washington Black, der natürlich ein fürchterliches Leben führt. Dort, der Plantagenbesitzer ist extremst brutal und für den sind die Sklaven nicht mal so viel wert wie Tiere. Also haben überhaupt gar nichts in ihrem Leben, werden wirklich einfach nur furchtbar behandelt. Das fand ich wirklich schlimm zu lesen. Also ja, das Ganze spielt auf Barbados. Und man ist am Anfang erst halt eine Zeit lang auf der Plantage dort und begleitet sozusagen den Alltag von Washington, der sich dann auf einmal dramatisch ändert, weil eben normalerweise hat er in der Plantage gearbeitet und dann wird er so der Diener von dem Bruder des Plantagenbesitzers, Christopher, dachte ich, jetzt heißt er, genau, Christopher. Und Christopher hat eine ganz andere Vorstellung davon, sozusagen wie die Menschen, auch die Sklaven dort behandelt werden sollen und ist ein bisschen so der Retter von Washington, denn er gibt ihm halt eben die Chance, als Diener zu arbeiten und er ist wissenschaftlich, er arbeitet wissenschaftlich, er erforscht ganz viel Pflanzen und die Natur und baut einen Heißluftballon, ein Luftschiff. Baut er, mit dem er sozusagen eine Fahrt unternehmen will. Und Washington unterstützt ihn dabei und bemerkt sozusagen dadurch seine Freude am Zeichnen und kommt halt dadurch dazu, dass er anfängt zu zeichnen und bemerkt, dass er das gut kann, sehr gut kann, was sozusagen im Verlauf der Geschichte dann immer stärker noch zum Ausdruck kommt. Durch einen Unfall und durch viele andere Situationen fliehen die beiden zusammen und gehen wie auch so auf eine Reise ein bisschen um die Welt, kann man sagen. Vielleicht nicht ganz um die Welt, aber sie fliehen und es beginnt ein anderes, ein neues Leben für Washington. Und eben da begleitet man als Leser halt diese Geschichte und vor allem die Entwicklung von Washington, der am Anfang ja so ein quasi armer und geschundener Junge ist, der dann heranwächst zu einem jungen Mann, der erkennt, welche Fähigkeiten und auch welche Talente er hat und es immer mehr in seinen Kopf auch rückt, dass er dies auch nutzen kann und sollte. Das fand ich halt ganz, ganz toll zu sehen und es geht besonders im letzten Teil des Buches viel um die Wissenschaften, die Meereswissenschaften, weil er dann sozusagen noch andere Personen und alles da kennenlernt und begegnet. Ich möchte jetzt nicht so viel verraten, deswegen musste ich gerade überlegen, wie ich das verpacke. Auf jeden Fall spielt das noch eine große Rolle, die Wissenschaften, besonders auch halt die Meeresbiologie. Oh, und ich habe das geliebt, diese Szenen zu lesen, das war so toll. Er ist ganz viel am Strand und zeichnet und sozusagen versucht dann Ideen umzusetzen, die er hat, weil er halt einem Wissenschaftler hilft. Und ach, das waren so schöne Kapitel, das habe ich wirklich sehr, sehr gern gelesen. Das ist einfach total toll beschrieben und die Szenen sind so eindrücklich, dass ich, also bis jetzt halt sozusagen, stehen die mir noch ganz klar vor Augen. Und ja, es ist eine großartige Geschichte. Die natürlich auch aufrüttelt, ne? Um einem nochmal bewusst zu machen, was sozusagen in der Menschheit schon alles passiert ist. Aber es ist halt schön, wenn man sieht, dann die Entwicklung, die es halt schafft zum Ende. Und weiß nicht, ich habe die ganze Zeit mit Washington halt mitgefiebert und das war eine großartige Lektüre. Also empfehle ich sehr, sehr, sehr. Ja, des Weiteren möchte ich euch ein Buch zeigen, ein Kinderbuch. Minna und die magische Stadt von Carina Zacharias. Und ich denke, viele von euch kennen die Autorin. Sie hat ja auch hier auf BookTube einen Bücherkanal. Und eben, wahrscheinlich habt ihr vielleicht auch schon das ein oder andere Buch von ihr gelesen oder vielleicht nämlich auch Minna. Aber für all die, die es noch nicht kennen, möchte ich euch das hier vorstellen und auch dringend ans Herz legen.
Es ist eine tolle Geschichte, finde ich. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Das ist ja das erste Buch für mich von Carina, was ich jetzt gelesen habe. Und ich habe es sofort gemocht. Wenn man es aufschlägt und anfängt zu lesen, finde ich, ist man sofort in der Geschichte. Es hat so einen tollen, flüssigen Erzählstil. Minna, finde ich, muss man einfach sofort ins Herz schließen. Also mir ging es so. Wir treffen hier auf Minna. Die ist ein Waisenmädchen und sozusagen lebt bei zwei Frauen, wo sie kein so ein schönes Leben hat. Sie muss sozusagen alles im Haushalt machen, spülen und aufräumen und kann eigentlich gar nicht, sage ich mal, als normales Mädchen da aufwachsen. Und natürlich möchte sie ihrem Schicksal entfliehen. Sie möchte in die magische Stadt. Sie möchte ein Handwerk erlernen und schafft es auch dorthin. Also ich glaube, das steht ja auch hinten drauf, nicht? Nicht, dass ich jetzt was verrate. Sie schafft es dorthin und kann bei dem Buchbinder in die Lehre gehen. Aber sie merkt ganz schnell, da stimmt etwas nicht mit dem Buchbinder, weil der bindet überhaupt keine Bücher mehr und ist überhaupt so ein mürrischer Typ. Und da merkt sie schon, da sind einige Dinge so, die da im Verborgenen liegen. Und sie versucht natürlich den Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Also ganz, ganz toll erzählt, wirklich zauberhaft. Magische Geschichte. Es ist auch so schön aufgemacht, das wollte ich euch mal zeigen halt. Da gibt es immer ganz süß bei den Beginn vom Kapitel zum Beispiel, gibt es immer ganz süß so ein, ich weiß gar nicht mal, wie das heißt, so Kapitelüberschriften und so und auch halt bei den Seitenzahlen. Also es ist wirklich schön aufgemacht und liest sich einfach super toll. Es ist eine sehr schöne Geschichte. Dann, was mich auch sehr begeistert hat, ist dieses Buch, Das Flüstern der Bäume von Michael Christie. Und ich habe schon Stimmen mal gehört, dass man am Anfang so ein bisschen, glaube ich, so durchhalten muss beim Lesen. Das Gefühl hatte ich jetzt persönlich nicht so. Also mich hat das ehrlich gesagt direkt so gefesselt. Hier im Zentrum stehen natürlich die Bäume. Es wird im Endeffekt wird eine Familiengeschichte aufgerollt über 4 Generationen. Es wird aber irgendwie wie so von hinten erzählt. So wäre jetzt meine Wahrnehmung. Und das ist vielleicht auch das Einzige, was ich am Ende mal gedacht habe. Ich hätte es, glaube ich, gern andersrum lieber gehabt, aber vielleicht hätte es dann auch nicht funktioniert, das weiß ich nicht. Aber das war halt manchmal was ganz am Ende des Buches, im letzten Drittel des Buches, dass ich manchmal gedacht habe, naja, wenn man das jetzt irgendwie andersrum gewusst hätte, dann würde man sich vielleicht an andere Dinge noch erinnern oder so. Irgendwie jetzt, dann fand ich es im Nachhinein dann schwierig, die Connection wieder in den vorderen Teil zu machen. Also ich weiß nicht, das hört sich jetzt wahrscheinlich irgendwie ziemlich wirr an. Also ja, das war jetzt so das Einzige, was ich dann im Nachhinein ein bisschen gedacht hätte. Andersrum hätte ich es, glaube ich, schöner gefunden, aber ich fand es einfach total faszinierend zu lesen. Dieses Natur- und Umweltbewusstsein, was hier da ist, der Fokus auf die Bäume, das hat mir unendlich gut gefallen und die vielen Facetten, die es halt gibt, die Charaktere, die hier auftauchen, sind total vielschichtig gezeichnet und ach, besonders gern mochte ich halt den Teil zum Beispiel, wo Everett unterwegs ist. Ich möchte gar nicht zu viel verraten, weil das weiß man ja am Anfang alles gar nicht, was da passiert. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das habe ich so gerne gelesen. Man erfährt halt wirklich, wie diese Geschichte sich halt so entfaltet, also quasi wie so rückwärts entfaltet, wie alles zusammenhängt halt. Und natürlich auch traurig zu sehen, wie manche Lebensstränge halt auseinandergehen, bedingt durch Situationen und Ereignisse, die passieren. Ich bin da fast ein Stück weit so, dass ich denke, ich kann gar nicht so viel mehr von dem Buch erzählen, weil ich sonst zu viel verraten würde. Im Endeffekt wusste ich halt hier auch nichts beim Lesen über das Buch, halt eben außer, dass es wie so meine Familiengeschichte und die Bäume geht. Und ich finde auch irgendwie, das reicht. Also ich habe es unheimlich gern gelesen. Ich war total gefesselt von der Geschichte. Das irgendwie hat mir jetzt auch wieder gezeigt, glaube ich, dass ich Lust hätte, auch mehr so Familiengeschichten auch zu lesen, was sich so über lange Zeit entfaltet. Das hat mir jetzt sehr gut gefallen. Es ist natürlich ein eher so etwas ruhigeres, erzählteres Buch. Es gibt jetzt keine großartigen dramatischen Events und vielleicht ist das auch was nicht für jeden was ist, ne? Man hat halt so ruhigere Strecken, in denen nicht so viel passiert, weil ja einfach
das einen ruhigeren Verlauf nimmt, aber mir hat es großartig gefallen. Ja, das letzte Buch, was ich euch zeigen möchte, muss ich euch einblenden. Treffinger und der Mörder aus der letzten Reihe von Stefan Link. Das hatte ich mir nämlich aus der Bücherei ausgeliehen und fand es auch einfach super toll. Das ist auch ein Krimi und ein bisschen wie so ein witziger Krimi. Denn wir treffen auf Treffinger, der halt Busfahrer ist und eigentlich immer in Deutschland so Touren gemacht hat, wie so Wochenendtouren und so weiter. Und sein Chef hat dann plötzlich aber die Idee, nö, wir müssen Auslandsreisen anbieten und sucht sich da Irland aus. Und sozusagen nach ein bisschen hin und her geht es dann los mit der Reise Irland. Es haben sich dann Kunden angemeldet, ich glaube eine Woche oder ich erinnere mich nicht mehr genau, wie lange die Fahrt ist. Eine Woche mit so Highlights, die sie abklappern sollen, mit einer Reiseleiterin, die dann Infos und Wissen vor Ort vermittelt und sich um alles kümmert, wenn einer der Reisenden etwas braucht oder hat. Und dann wird es aber etwas komisch sozusagen, weil an Orten, wo sie sind, gibt es immer Tote. Und Treffinger kommt plötzlich die Idee, dass er irgendwie vielleicht einen Mörder durch Irland kutschiert und geht so ein bisschen selber dann auf Mördersuche. Es passieren einfach viele unvorhergehende Sachen und es sind total schräge und schrullige Reisende mit dabei, finde ich, die das Ganze so sehr würzig gestalten und einfach abenteuerlich machen. Darüber hinaus war es einfach schön, durch Irland zu reisen. Ich kenne dieses Land gar nicht, aber von den Beschreibungen und von der Atmosphäre in dem Buch, also die da beschrieben war, würde ich sagen, also ich würde sofort da gern hinreisen. Es hört sich so toll an. Es hat mir unheimlich gut gefallen, diese Reisebeschreibung und die Erlebnisse sozusagen, die sie in Irland haben. Das fand ich ganz, ganz toll. Und das Ganze natürlich mit der Spannung untermalt, mit der Mördersuche, die wirklich auch raffiniert gemacht ist, finde ich. Mir hat das großartig gefallen. Da kommt man nicht so leicht drauf, finde ich, wer dann der Täter ist. Witzig war halt auch, der Chef hat halt so eine ganz besondere Art, immer sich auszudrücken. Und das hat den Dialogen, sage ich mal, zwischen Treffinger und Chef oder auch allgemein dieser Beziehung zueinander, hat das auch einfach nochmal einen ganz, ganz tollen Witz gegeben. So dass ich das einfach unheimlich gern gelesen habe und das war ratzfatz auch durch. Ja, das war jetzt so ein bisschen meine Zusammenfassung von den Büchern, die ich jetzt so in guter Erinnerung gehabt habe aus dem ersten Halbjahr. Vielleicht kennt ihr das ein oder andere Buch, was ich jetzt vorgestellt habe, oder vielleicht möchtet ihr es auch noch lesen. Ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns ganz sicher bald wieder. Bis dann. Tschüss.